Syntastische Freunde und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute, meine Freunde, müssen wir uns mal zwischen der richtigen Gefängniszelle entscheiden. Und wenn es dir gefällt, lass unbedingt ein Like da. Und heute grüße ich den Big Bang Craft 1. Und wenn du im nächsten Video gegrüßt werden möchtest, musst du einfach nur Hashtag Synta in die Kommentare schreiben, den Kanal abonnieren und das Video liken. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Guten Morgen, Freunde. Und heute, ihr seht, es ist wieder ein strahlend schöner, ja, Sonntag. Nee, was haben wir heute für einen Tag, Freunde? Heute haben wir Dienstag. Dienstagmorgen für euch jetzt Abend. Und ihr seht, Freunde, das Getreide ist gewachsen ordentlich. Und danach haben wir schon gesagt, was wir heute machen werden. Und zwar haben wir heute vor, das gute alte, die Treppe, ihr seht sie da hinten, fertig zu bauen. Die ist da. Die ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber das wollen wir heute machen. Aber zunächst mal die Kartoffeln hier, ne? Man kennt ihn. Erstmal wieder alles zurückmachen. So. Und das macht dieses Schäfchen hier, Freunde. Mensch. So, Kartoffeln. Zack. Mal ganz kurz was essen. Okay, der esse ich lieber jetzt die Tomaten, weil die Kartoffeln, die müsste erst noch gebacken werden oder gebraten. Ja, ihr wisst wieder, was ich meine, Freunde. So, die gehen alle weg. Zack. Und das hier auch. Sehr fein, schön, Freunde. Sehr, sehr gut. Das ganze Korn nehmen wir jetzt. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Hier können wir Korn mitnehmen. Okay, Freunde, da habe ich jetzt gerade ein bisschen was versemmelt. Das könnt. Okay, da ist alles noch nicht fertig. Der ist zwar hochgewachsen, aber der ist noch nicht fertig, Freunde. Das sieht man auch daran. Okay, hätte ich vielleicht erkennen können. In den übrigen mache ich hier nochmal so eine Tomate hin. Tomate. Sehr schön, Freunde. Mein Auto da hinten. Ja, das wackelt ein bisschen wie Wackelpudding. Naja, okay, Freunde, wie gesagt, jetzt machen wir mal weiter hiermit. Und zwar mit der Treppe, der heiligen Treppe, Freunde. So, wie viel fehlt denn da noch? Schon noch ein gutes Stückchen, weil die muss auch noch stabilisiert werden, sonst hebt die ja nicht permanent. Das ist auch klar. So, Workbench, so. Und dann machen wir hier nochmal ein oder andere Treppe. So, feierbar, Freunde. Absolut feierbar. So, gehen wir hier hoch. Zack. Dann geht's hier weiter. So, und die müssen wir auch noch ein bisschen schöner machen. Die wird jetzt hier dann hier auch. Ich kann ja schon mal damit anfangen. So, zack. Hier, schon mal so eine erste Absicherung. Da oben kommt dann noch ein Zaun drauf, würde ich mal behaupten. Genau. So. Jetzt haben wir das hier alles sehr schön. Also, es sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Jetzt würde ich sagen, hier die Treppe runter. Nee, wir machen die noch ein bisschen länger hier. Ja, so eine kurze Zwischenstufe. Ich finde, das sieht eigentlich so viel cooler aus. Aber da brauchen wir dann natürlich auch mehr Holz. Ne, so, zack. Hier, Moment, Freunde. Wir müssen aber ein bisschen variieren. So, und nach hinten, zack. Also, das ist schon mal auf einem sehr, sehr guten, aua, auf einem sehr, sehr guten Weg. So, Holz, sehr schön. Tomaten können wir auch nochmal essen. Und das hier machen wir auch weg. Und seht ihr, haben wir hier schon mal einen richtig, richtig schönen. Okay, das muss natürlich alles hier gleich werden. Das können wir ja eigentlich schon mal machen. So, zack. Jetzt geht's wieder hier entlang, Freunde. Also, ihr seht, da kommt auf jeden Fall schon ein bisschen. Ja, es sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Sagen wir es mal so. Perfekt, das machen wir mal hier zu. Fein, Freunde. Tomato. So, okay. Dann hier mal ganz kurz weg, die Seite. Perfekt. Hier ist alles so ein bisschen dicker machen. Ihr wisst Bescheid. So, und dann hier diese blöden Käfer, die können auch weg. So, Freunde, jetzt sieht es schon mal so ein bisschen massiver aus und natürlich auch schöner. Das heißt, wir können jetzt quasi, wenn wir von hier oben sind, von unserem Häuschen, einfach hier, zack, hier geht es nämlich rechts runter, Freunde, zack, hier runterlaufen. Und es sieht einfach cool aus. Okay, das war jetzt noch ein bisschen zu früh, denn wir brauchen noch den ein oder anderen Holzstamm. Und ja, dann sollte es soweit sein. So, Holz nehmen wir mit. Okay, nee, das war jetzt nicht so gut. Gibt's nur 3 Stück. So, ich glaube, dass wir schon nochmal so mehr als einen Stack brauchen müssten. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was heute die Daily Quest, Daily Aufgabe wird. Da haben wir ja auch einiges vor uns. So,
das hier noch. Ich würde sagen, so ein halber reicht. Und das machen wir da alles in Holzplanken, wenn man das so sagen kann. Und dann müssen wir mal gucken, ob mal wieder was da ist bei den, ja, wähle die richtige Tür zum Beispiel. Da war nämlich schon lange keine Daily Quest mehr. Da gucken wir einfach mal vorbei. Also, und die Treppe, Freunde, die wird auf jeden Fall richtig gut, habe ich es im Gefühl. So, Tomato. Zwei Stück, würde ich sagen, gehen da schon fit. So, zack, zack, zack. Eichenholz, Eichenholz, Eichenholz. So. Okay, jetzt machen wir dann hier den hier. Zack, zack und... Okay, das war jetzt nicht so gewollt, okay, alles gut. So, gehen wir wieder nach oben. Ich muss sagen, Freunde, das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Und bis sie fertig ist, dauert zwar noch ein bisschen, aber Freunde, wir haben ja die Zeit hier, wisst ihr ja alle. So, können wir hier... Es ist auf jeden Fall, zum Bauen ist es nicht einfach. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Okay, wir müssen das jetzt hier wieder so kurz machen. Zack, zack, hier die Weg, der Weg. Und dann müssen wir hier wieder drauf weiterbauen. Ihr seht's, die Treppe konnten wir hier noch nicht zu Ende machen. Also es ist schon eine etwas, ja, längere Treppe, aber dafür schaut sie auch Bombe aus. Dafür schaut sie aber auch mehr als Bombe aus, Freunde. Find ich, find ich. So, machen wir jetzt wieder hier hin, zack. Holz, sehr fein. Zack. Zack, zack und hier wieder eins hin. Sehr schön, Freunde. Also, wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Nehmen wir ganz kurz hier die Holzblöcke wieder alle so nach und nach ab. Das muss natürlich alles schön aussehen am Ende des Tages. Das ist natürlich auch klar. So, Eichenholz, Eichenholz, Eichenholz. So, ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug von den Treppen hier. So, zack. Zack, jetzt geht's wieder hier hoch, zack, zack, ja, Freunde, also, das war jetzt ein bisschen doof angestellt, also, es ist nicht so leicht zu bauen, Freunde, probiert das mal aus, wenn ihr gerade selber Bock habt, eine Runde zu zocken, es ist nicht so leicht, es ist nicht so leicht, so, jetzt machen wir hier, ey, Freunde, da ist eine Spinne, Freunde, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf die Chest-Suche, Quest suchen und guck mal, was da hinten vielleicht ist. So, war, Freunde, da ist doch direkt was. Ich als hätte ich es gewusst. Okay, Freunde, da müssen wir jetzt richtig schnell hingehen. Ihr seht's, da hinten, das sieht, na, was könnte das denn sein? Oh mein Gott, ihr müsst halt bedenken, Freunde, es ist hier gerade dunkel und wir müssen hier weg. Und, bisschen die Creeper hochgelassen, das kann man ja, Freunde, das mache ich doch gerne. So, die Schafe, die gehen auch noch down. So, und die Skelette, da wird es jetzt ein bisschen kritischer. So, mal ganz kurz hier, Freunde. Müssen wir schnell weg, müssen wir schnell weg. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ach du Scheiße, Freunde. Schnell, Creeper, Creeper, Creeper Rindios geht weg von mir. Oh mein Gott, okay. Immerhin sind wir die Creeper jetzt schon mal los. Wow, okay. Also, oh Gott, Skelette, Freunde, Skelette schießen uns ab. Die Frage ist bloß, woher kommen die? So, Tomato, Tomato. Oh mein Gott. Freunde, wir sind am Arsch. Und das meine ich ernsthaft so. Wir sind kaputt. Wir sind tot quasi. Aua, 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 aua. Hey, Freunde. Oh mein Gott. Ob ich das überlebe? Da ist noch ein Wolf. Zwei. Der rennt mir hinterher. Oh mein Gott, Freunde. Okay, okay, okay. Und da, Freunde, da ist es. Ich glaube, da ist die Daily Chest, also Daily Quest heute. Oh mein Gott. Okay, meine Freunde, mal gucken, was es damit auf sich hat. Chucky. Jeff. Slenderman. Okay, was ist das da oben? Und dann kurz so machen. Zack, zack, zack. Five Nights at Freddy. Granny. Und damit zu Cosita.exe, Freunde. Für was sollen wir uns entscheiden? Für welchen? Ich sehe hier auch nirgendwo eine Falle, Freunde. Das heißt, wenn wir reingehen, werden wir, glaube ich, irgendwo hingeportet. Die Frage ist bloß, wohin, Freunde. Schreib in die Kommentare, für welchen Killer du dich entscheidet hättest. Ich glaube, ich mach's für Jeff. Nee, Jeff ist hier. Jeff, der Killer, Freunde. 3, 2, 1 und los! Oh mein Gott, Freunde, es klappt nicht! Wir sterben! Wow, Freunde, wir haben es wieder nicht geschafft. Wir sind wieder gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, Freunde. Also, ich würde sagen, das lassen wir. Wir haben heute leider nicht geschafft zu überleben. Müssen wir noch unsere Sachen irgendwie bekommen und so schnell wie es geht nach Hause gehen. Die Frage ist halt bloß, wo sind wir gestorben? Na, hier vielleicht? Ich glaube, nee, es war ein bisschen weiter hier. Glaube ich.
Nee, Freunde, also ich gucke einfach morgen am helllichsten Tag. Ich glaube, das wäre besser. Ihr macht's gut, bis zum nächsten Video. Erstmal meine Sachen suchen, erstmal entspannen.